Oliver Pocher hat nicht zu all seinen Ex-Partnerinnen ein gutes Verhältnis. Der Komiker und seine noch Ehefrau Amira Pocher gaben vor einigen Monaten bekannt, sich endgültig getrennt zu haben. Die beiden ziehen gemeinsam 2 Kinder groß und wollen auch zukünftig ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Ebenso verhält es sich mit Ollis Ex Sandy Meyer-Wölden, mit der der Entertainer ebenfalls Nachwuchs hat und die ihn teilweise sogar in den Urlaub begleitet. Doch nicht alle von Pochers Verflossenen sind so gut auf ihn zu sprechen, wie er jetzt in seinem Podcast verriet. Zuletzt sei das auf dem Oktoberfest klar geworden, als Olli mit Amira, Sandy und seiner einstigen Liebhaberin Sabine Lisicki entspannt zusammensaß. Eine weitere seiner ehemaligen Partnerinnen, Monika Meyer-Ivankan, war ebenfalls anwesend, wollte jedoch nicht mitplaudern. Olli erzählt, Monika möchte nicht mehr mit mir reden. Dass seine Beziehungen regelmäßig Thema in den Medien sind, findet Pocher offenbar nicht schlimm. Er gibt zu, ich finde das sehr lustig, weil die Mädels sagen in Interviews ja immer, ja, also ich kann es ja auch verstehen. Ist ja auch schwer mit Olli.